Grooming ist der Fachausdruck für die Manipulation eines Kindes hin zu einem sexuellen Missbrauch. Das heißt, ein erwachsener Mensch nähert sich einem Kind mit der Absicht, sich sexuell zu erregen und überredet das Kind über einen mehr oder minder langen Zeitraum dazu, die Dinge zu tun, die er oder sie möchte. Cybergrooming ist genau derselbe Prozess, findet aber digital statt. Das bedeutet, ich als Täter oder Täterin gehe in ein soziales Netzwerk, gehe in ein Online-Game, gehe in eine Messenger-Gruppe, lerne dort Kinder und Jugendliche kennen, check ihre Profile, schau, worauf sind die aus, und fange an, mich ganz gezielt mit denen zu unterhalten und ganz gezielt ihre Grenzen zu überschreiten, um sie hin zu einem Missbrauch zu manipulieren. Dieser Missbrauch kann dann digital stattfinden, indem ich sie also überrede, sich vor einer Webcam auszuziehen, selbst zu berühren und so weiter und so fort. Dann generiere ich tatsächlich unter Umständen kinderpornografisches Material, ohne überhaupt im Raum zu sein mit ihnen. Oder aber ich überrede sie, sich mit mir in der Offline-Welt zu treffen, und missbrauche sie dann auch physisch.